Ein fröhliches Miau! Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Scrap Mechanic mit dem lieben Don Bites. Yo, yo! Und mit mir, dem geilsten Tiger auf der Welt, dem Tigo. Sag hallo, Tigo. Hallo, dem, Tigo. Dem absoluten. So. Wisst ihr Bescheid? Don Bites hat gerade mir off-cam gebeichtet, dass er was gegen die linke Toilettenseite hat. Ist das korrekt? Ja. Magst du den Linkshänder? Kennst du denn Linkshänder? Was? Nein. Du magst keine Linkshänder? Nein, nein. Du magst keine Linkshänder? Nein, nein, ich kenne auch keinen. Das glaube ich nicht. Das ist eine Lüge. Das ist eine absolute Lüge. Nope. Doch. Das ist eine absolute Lüge. Ich würde um... Das ist eine Lüge, genau wie... Nombats. Ich würde um ein Spiel... mit dir wetten, dass du einen Linkshänder kennst. Ich würde da mein ganzes Vermögen draufsetzen. Was? Ich glaube nicht. Doch, ich wette mit dir darum. Nein, ich weiß das echt nicht. Ich aber, ich wette mit dir. Ich wette mit dir, du kennst mindestens einen Linkshänder. Ich würde da echt 100 Euro draufsetzen. Ich würde da 100 Euro draufsetzen. Was macht denn die Treppe überhaupt hier? Ja, ich muss irgendwie... Warum ist hier eine Treppe? Ich muss in die Zwischendecke. Ich muss in die Zwischendecke. Du dreckige Sau. Dann wollen wir dir die Wette machen. Wenn du einen Linkshänder kennst, gibst du mir ein Spiel. Wenn du nur keinen Linkshänder kennst, gebe ich dir ein Spiel. Ich gehe Toiletten bauen. Wollen wir Wette? Ich will Geld, ich will ein Spiel. Ich muss Toiletten bauen, lass mich. Ja, aber ja, wenn du auf die Wette eingehen würdest, hätte ich ein Safe-Spiel. Weg. Schade, ich habe mich schon auf mein Safe-Spiel gefreut. Nee. Warum? Kein Geld für Spiele, tut mir leid. Warum? Aber ich hätte doch 100% gewonnen. Mit der Linkshänder-Wette. Was? Oh nee, Spiele sind teuer, du. Ja, war doch nur so ein 2-Euro-Spiel. Mein Scrap Mechanic hat mich schon 100 Euro gekostet. Also, ja, nee, ist klar. Das war auch schon verdammt teuer, ja, also... Für ein 2 Euro. Kommt, ja, okay. Und jetzt kommt noch ein Survival. Und jetzt kommt noch ein Survival, das okay. Kostet nochmal 100 ich hab Euro. Ne, ich das kostet ne, nochmal 100 Euro. Das ich hab ne, auch nicht, ja? Ich hab ne tolle Idee. Wir machen's so. Oh Mann. Oh Gott. Wenn ich recht habe, spielst du ein Spiel... Wie willst du denn bitte prüfen, ob du recht hast? Ja, das erkläre ich dir nach der Wette. Das erkläre ich. Denn du kannst ja das ja behaupten, ist ja egal. Also, wenn du recht hast, spiele ich ein Spiel deiner Wahl, was mir nicht gefällt, wenn das zum Beispiel nichts kostet oder in meiner Bibliothek rumliegt. Wenn du die Wette verlierst, spielst du ein Spiel meiner Wahl, was für dich nichts kostet. Okay? Okay, machen wir so? Ja, machen wir. Wunderbar, dann spiel ein Spiel. Ich suche mir ein Spiel aus. Denn ich bin Linkshänder. Safe point. Ja, komm. Oh Mann. Ich bin Assi, ne? Aber hallo, ey. Du bist so ein richtiges kleines... So, Mann, weißt du jetzt, wie ich... Warum arbeite ich immer nur mit so... Ich glaube, jetzt weißt du, wie ich die Wette prüfen will, oder? Ja, ja. Ich gehe meinen eigenen McDonald's bauen, du. Aber war schon geil, oder? Ja, ja. Also, ich überlege mir ein Spiel, dann machst du ein Video darüber. Angezockt, oder was? Ja. So eine halbe Stunde dieses Spiel spielen oder so. Ja, genau! Klar! Ja, hätt's ja rein okay, theoretisch... Such aus, dann such aus. Ja, mach ich nach. Soll ich jetzt oder später? Kannst du auch später machen. Alter. Oh Mann, ey. Ich versuche dich nicht zu böse zu nehmen. Das wird dir wirklich 0 Euro kosten, schwöre ich dir.
Ich werde mal so gucken. Nein, das ist ja langweilig. Irgend so ein scheiß Hentai-Spiel. Nein, ich überlege mir was Lustiges. Ich könnte ja mal auf Steam gucken, so schlecht bewertet ist das Spiel oder so. Kostet vielleicht. Ja, no, was? Neues Format bei uns beiden. Ja. Die schlechtesten Spiele ever. Für kostenlos kannst du nicht. So, kostenlos. So, mal gucken. Ich gehe mal auf kostenlos. Kann ich jetzt mehr anzeigen oder so? Topseller. Wie kann ich denn jetzt neu und angesagt? Topseller. Wie ihre. Nee, ich will. Wie kann ich das jetzt denn hier? Ich bin jetzt bei kostenlos. Topseller. Das heißt, wenn ich auf Seite 18 gehe, sollte ich ein ganz schlechtes Spiel bekommen. Oh Mann. Alle Topseller anzeigen. Komm, mach mal. So, Suche nach. Wie kann ich das denn hier machen? Also, wie machen wir das? Kostenlos. So, dann haben wir doch schon mal. So, das ist schon mal wichtig. So. So, mal gucken. Also nach Preis suchen. Ist ja wichtig. Ich will kostenlos hier. Wie kann ich denn das jetzt hier machen nach Preis? Er ist echt nervig hier gerade mit dem. Warum ist denn. So. Jetzt kosten. Kostenlos Spiel, weil das hört sich gut an. So, Relevanz. Nutzer-Reviews. So, dann gehen wir mal nach ganz unten. Haha. Ist das echt? Muss ich mal später gucken. Ich guck mal später, glaube ich, nach. Ich habe schon einen Namen für das Format. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Ja, das neue Format bei mir. Was zur Hölle? Okay. Ich könnte ja auch mal durch deine Bibliothek gehen und mal so gucken, welche Spiele du noch gar nicht gespielt hast und du mal unbedingt spielen solltest. Da sind, glaube ich, ein paar japanische Dinger mit bei. Ja, das hört sich doch schon total toll an. Oh Gott. Das hört sich doch super an. Ich muss leider von dieser Wette zurücktreten. Ja, das ist jetzt zu spät. Aus vertraglichen Gründen darf ich das nicht annehmen. Das ist leider schon zu spät. Was hast du? McDonald's. Wir sind heute mega produktiv. Ja, wie kann ich nach bei Steam nach schlechteste Spiele sortieren? Das würde mich echt interessieren. Beliebte Textanzeigen, das interessiert mich. So, ihre Text. Guck mal selbst nach. Globale Text. Guck einfach mal in meine Bibliothek. Ja. Ich sag mal so, du kannst natürlich nach einer halben Stunde auch noch länger spielen. Ist, wenn es Spaß macht. Kann ja sein. Ja, hier, Spielzeit und Stunden. Genau, hier. Krass. 433 Stunden Planet Coaster. Ja, ich hab schon über 500 Stunden Scrap Mechanic.
Warte, ich google mal. Schlechteste Kuss. Okay, jetzt kommen die Spiele, die man nur ein paar Minuten gespielt hat. Schauen uns das mal. So, was gibt's? Hier sind, habe ich hier. Ich habe haufenweise Spiele, die ich noch nie gespielt habe. Ja, verstehe ich. Wing, Amnesia, Dark Descent. Ja, das ist natürlich. Das hört sich gut an. So, was haben wir denn hier so? Pixel Puzzle Space 2. Ach du Scheiße. Ich könnte hier auch mal. Ich glaube, wir könnten. Kann ich im Mikro. Ich mache mal eine ganz kurze Pause in der Aufnahme, denn ich muss mal dringend auf Klo. So, bin wieder weg. Auf dem Klo ist mir eine gute Idee gekommen. Ich könnte mich ja eigentlich belohnen und dich bestrafen, indem ich dich zwinge, eine halbe Stunde Seven Days to Die zu spielen mit mir. Ah! Das ist Folter. Ja, sag ich das doch. Das ist Folter im jetzigen Zustand. Nein, so schlimm ist es jetzt nicht. Um deine Folter ein bisschen zu entspannen, hatte ich mir gedacht, dass ich dich zum Tag 7 einlade. Ah ja. Ich glaube, das mache ich. So belohne ich mich und ich bestrafe dich so ein bisschen. Weil ich will dir, ich finde, es ist Schwachsinn, wenn ich dir jetzt irgendein asiatisches Spiel gebe, wo du eigentlich null mit anfangen kannst. Das finde ich dann doch ein bisschen assi. Mit nackten Frauen kann ich wohl anfangen. Ja, aber ich finde das doch ein bisschen sehr... Umgedreht. Ich finde das doch ein bisschen sehr Arschloch-like, wenn ich dich so ein schlimmes Spiel zwinge. Weil ich finde, man sollte doch schon wenigstens verstehen, was man spielt. Klar, vielleicht, wenn wir nochmal das machen, mache ich dann wirklich so einen richtigen Arschloch-Move, aber zum ersten Mal zum Reinschnuppern. Oh, ja. welches Spiel habe ich denn die meiste herumgeschafft? In der Demo von Resident Evil 2. Ja, alles klar. Gut. Okay. So. Gespielt. Squid Mechanic ist auf Platz 1. Was mit den meisten Errungenschaften? Nee, mit dem von Freunden gespielt. Auf Platz 1. Das heißt, eigentlich hast du Squid Mechanic nur mit Freunden zusammengespielt, fast. Ja, nur mit dir. Ja. Größe im Speicher. Ja, Red Dead Redemption. Natürlich unangefochtene Nummer 1. Danach kommt Scrap Mechanic. Ernsthaft? Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass das... Mit 5,2 Gigabyte. Damit hätte ich eigentlich nicht gerechnet. Veröffentlichungsdatum. Oh, ich habe nur drei Spiele, die dieses Jahr rausgekommen sind. Welche denn? Was? Lol. Who's of Death Gods, The Suicide of Rachel Foster und Besieg. Aha. Yes. Der Rest ist so 20, 19 bis 18, 17, oh, Mist. 16, 15, 16. 14. Ah, Seven Days to Die ist 2013 released worden. Ja, aber nur in Early Access. So kann man super nachgucken. Euroshop 2 ist 2012 erschienen. Oh, krass. Ich meine, Squad Mechanic ist 2016 oder 2014 ist das erschienen. Squad Mechanic ist aus 2014. Hat sich aber echt stark gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat sich echt gut gemausert, das Spiel. Killing Floor 2009.
Ich weiß. Spore aus dem Jahr. Boah, Spore ist schon voll alt. Ich weiß nicht, ob das schön ist, wenn ich das Schild rotieren lasse oder ob ich das stillstehen lasse. Schwierig gerade. Ja. Mal aus hier. Ich muss da mal ein bisschen am Schild rumdoktern. Das Schild hier leuchtet, gefällt mir noch nicht so. Komm, hopp, hopp, auf. Ey. Höher, 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 höher. So. Was man ganz ehrlich sagen muss, was Squad-Mechanik echt problematisch ist, ist, stacken. So, nicht stacken, sondern, wie heißt das? Wie heißt diese Taktik in Minecraft, wenn ich mich so zur Seite baue und dann unter mir einen Block setze? Wie nenne ich das? Keine Ahnung, ich kann die Spiele sogar nach Metacritic sortieren. Mhm. Du weißt nicht, wie das in Minecraft heißt, da, Nein. So an der Seite, wenn ich mich so... Nope. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Das kann man hier sehr schlecht in diesem Spiel. Man fällt da sehr schnell runter. Wow. Und das bei Exhaust ist auf 88. Krass. Was ist denn so das schlechteste, bewertete Spiel bei Metacritic? Okay, Scrap Mechanic oder Raft sind gar nicht erst mit drin. Boah, Postal ist das schlechteste mit 56 Punkten. Das Schild dreht für mich zu schnell. Ich finde das nervig. Das Schild muss langsamer drehen. Es muss so... Gibt es nicht hier so einen richtig langsamen? Da ist doch ein... Ja, das ist richtig. Das ist gut. Krass, Planet Zoo ist bei 81. Und Planet Coaster? Moment. Das wäre jetzt interessant. Planet Coaster ist bei 84. Dann ist Planet Coaster besser. Ja, aber nur ein paar Punkte. Ja, ein paar Punkte sind ein paar Punkte. Oh, was ist denn besser? Resident Evil 7 ist bei 83. Und Resident Evil 2 Remake ist bei 89. Krass. Er ist ja auch ein Remake. Ist der neueste Teil besser? Okay. Extrem. Ja, auf Platz 1. Auf Platz 1 ist natürlich mit über 90% GTA 5, ne? Mit 96%. Red Dead Redemption hat nur 93%. Aber Total War Shogun hat eine 90er Wertung. Das ist krass. Hast du mehrere Total Wars? Oder nur eins? Ich habe nur das kostenlose Ich habe mir nur das Total War Shogun 2 abgegriffen. Ah. Ja. Aber auch nur, weil es umsonst war, also. Ja. Was sagen denn die Steam-Reviews? Auf Platz 1, als bestes Spiel von den Steam-Reviews her, ist natürlich The Witcher 3. Krass. Hätte GTA 5 vermutet. Oder Red Dead. Nee. Wo ist denn The Forest? Sehr positiv. Ist Forest, okay. Mechanic ist auch sehr positiv mit einer 90er Bewertung. Besser als Planet Coaster. Abgefahren. Ja, wenn es jetzt um die Reviews geht. Ja, und? Also jetzt mal ganz ehrlich. Das Schild dreht sich zu schnell. Ich will das langsamer haben. Oh ja, yo. Oh ja, das. Das sollte eine Ruhegeschwindigkeit sein. Oh ja, da kann man super lesen. Das wird schwierig. Da ist du bei 83, oh Mann. Ja, warum ist noch immer nicht schlecht? Ja, ist schon gut. Du musst das Spiel eine Chance geben, sag ich dir mal wieder. Deswegen lade ich dich auch zu einer Horde ein. Weil Horde machen sehr extrem Spaß. So, jetzt komm mal aus deinen Steam-Reviews und komm mal wieder ins Spiel und bau mal dein Klo fertig. Uiuiuiui.
Weil ich habe auch mal eine wichtige Frage an dich, wie schnell ich das Schild drehen lassen soll. Das wäre mir echt wichtig, wenn du das mal kurz beurteilen könntest. Bist du jetzt wieder im So. Spiel? Ah ja, ich bin auf dem Weg. Ist auf dem Weg. Ladebildschirm. Vielleicht sind die ja nach dem Update ein bisschen schneller. Wer weiß? So, So, kommst mal nach liebe vorne, Leute. wenn du drin bist, so zum Richtung Parkplatz. Parkplatz, Parkplatz. So, da siehst du ja schon mal das schöne McDonald's-Schild, ne? Siehst du es? Jo. Also, Ja, ich sehe es entweder ja. so, 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 so oder so. Da tut sich nichts bei mir. Wieder tut sich nichts. Jetzt tut sich was. Jetzt hat es aufgehört. So, jetzt Sicht macht noch mal. So gut oder ein Das ist zu bisschen? schnell. Das ist schnell. Zu Ja, langsam. so. Langsamer. Also. Langsam, langsam, langsam. Ja, das passt. Oder so langsam. Nee, ein bisschen mehr. Kleines bisschen mehr. Ja, nee, das ist aber zu schnell. Ja, lass so, das passt. Ja, finde ich auch so, es ist viel zu schnell. MC Donalds. Ja. Trendsetter. Minecraft hat ein weiteres Franchise übernommen. Warum Minecraft? MC. Ach so. Aber ich Minecraft. dachte von Weapon. Ich bin MC McDonald's. Ich bin MC Donalds. MC Donalds. Genau. Warte, ich muss mal hier so. Und ich bin Kevin Spacey. MC Donalds. Man up, map, man. Geil, oder? Es dreht sich, das M dreht sich. Nochmals, das M dreht sich, es bewegt sich. Wir haben eigentlich heute nicht so viel Progress geschafft. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Wir haben bis jetzt, sind deine Toiletten noch immer nicht viel weiter. Ich habe nur ein Schild gemacht. Ich habe nichts lackiert. Ich habe einmal das in die Welt platziert. Und ich habe eine Treppe in den Dachboden gebaut, den ich nicht mehr benötige. Das ist sehr, sehr intelligent gewesen von mir. Wunderbar. Kann ich ja eigentlich die Treppe schon wieder demontieren? Ja, geil. Läuft bei mir. So. Was machst du denn hier die ganze Zeit? Los arbeiten. Non-Bytes. Non-Bytes. Non-Bytes.
Non-Bites. Non-Bites. Er hört mich, glaube ich, nicht. Non-Bites. 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 Ich höre dich nicht. Ich höre dich nicht. Ich höre dich nicht, Non-Bites. I can't hear you. Ich kann dich nicht hören, Non-Bites. Non-Bites, ich höre dich nicht. Non-Bites, ich höre dich nicht. Non-Bites, warum höre ich dich nicht? Sag mal. Non-Bites! 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 Du musst dich entmuten! Hast du etwa das Programm beendet oder geschlossen oder geöffnet? Non-Bites! Du kannst nicht einfach dein Programm wechseln, entweder mit Programm, ohne Programm. Das kann Steam nicht, Mensch, Non-Bites. Es funktioniert so nicht. Mensch, Non-Bites. Ach, geht's jetzt Ach, wieder? Ach, geht's jetzt wieder? Oh Gott, oh Gott. Hallo? Hallo? Ja. Hallo? Ja. 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 Hast es behoben, das Problem? Non-Bites. Hallo. Ja. Du hörst mich wieder, gut. Woran lacht's denn? Ja, das ist eine gute Frage, du. Weiterarbeiten! Zack, zack! Oh, wer hast du da? Hu, hu, hu. Ui, komm, komm mit. Ich will mit dir auf Klo. Jawohl. Los. Perfekt. Ich aber nicht mit dir. Ja, aber das ist mir doch egal. Wir beide sind jetzt zusammen auf Klo. Siehste? Und wir werden nicht mehr herauskommen. Haha, ist das geil. Freust du dich nicht auch? Findest du nicht auch geil? Wir zusammen auf Klo, wie das Frauen machen. Kennst du das nicht? Es ist schon wieder, als ob man mit einer Wand redet. Der Wand ist und mit der Wand antwortet wenigstens. Wenn er dagegen haust, kommen Geräusche zurück. Bis sie nachgibt. Von ihrer Dummheit. Macht plop, 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 plop. Plop, 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 plop. Plop, 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 plop. Oh Gott, ey. Eine absolute, absolute Katastrophe. Arbeit! Arbeit! Ja. Ich sag's dir noch einmal. Du darfst nicht einfach immer zwischen diesem Voice Meter und nicht dem Voice Meter wechseln. Das kriegt Steam nicht auf die Kette, wenn du das die ganze Zeit machst. What the fuck? Hallo? Ich versuch mal Discord. Ja.
Nun weit sagte. Ja. Hi. Oh Gott. Hörst du mich? Ja. Gott sei Dank. Ich höre dich. Habe ich dir nicht gerade gesagt, dass du nicht die ganze Zeit zwischen diesem Nicht-Voice-Meter und Voice-Meter wechseln darfst? Das gibt Steam nicht auf der Kette. Warum hast du das Spiel verlassen? Ja. Hä? Ab zum Klo, würde ich sagen. Ja, aber du bist nicht mehr im Spiel. So, jetzt. What? Ja. Das Programm ist Segen und Fluch zugleich. Welches Programm? Hallo, hallo, hallo. Hallo. Hallo, 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 hallo. Ich glaube, wir brauchen noch ein drittes Programm. So, wollen wir uns noch kurz TeamSpeak einrichten? Ja, ja, hallo, 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 Toiletten. Ja, du musst wieder ins Spiel kommen. Nee, ich muss kacken gehen. Ah, okay. Viel Spaß. Danke. Oh nein, ich komme. So, wollen wir bin nicht auf dem Weg. Wollen wir uns eigentlich nicht noch ein drittes Sprachprogramm uns überlegen, wenn beide wieder streiken? Skype. Ja. Am besten machen nein, wir noch. Nein. ICQ. Was? ICQ. Das ist ein ICQ, das kenne ich nicht. Ich kenne ich kenn wirklich ICQ, ich kenne Hangouts, ich kenne ganz viele, aber nicht ICQ. Ich kenne Discord, Hangouts, Skype, wie heißt das, TeamSpeak. Ja, TeamSpeak habe ich auch. TeamSpeak habe ich auch. Ja, geil! Aber ich benutze das nicht. Wenn Skype Mechanic ein Update hätte, wäre es auch geil. Geil! Hat's aber geil. Nicht. Ich komme mit dem Nachbarn so. Hör auf! Was soll der Scheiß? Ja, was soll das? Ganz wichtig. Rechts Männer, links Weiber. Das merke ich mir nun bald. Das habe ich mir jetzt gemerkt. Habe ich mir wirklich gemerkt, ich schwör. So, weil solche wichtigen Sachen merke ich mir. Total wichtig. Wirklich, das ist wichtig. Schwör ich. Oh, er ist bei. Du steht schon wieder beigetreten. Du trittst ja heute auch bei hin, bei weg, hin, weg, wink, wink, wink. Wie man lustig ist, ne? Ja, wo ist denn hier gute Pisshöhle? Da ist eine gute Pisshöhle. Warum stehe ich hier auf dem Klo? Was soll das? Das weiß ich doch nicht. Ist denn hier bitte los? Ja, ich hab doch gesagt, wir gehen zusammen auf Klo. Das geht ja gar nicht, ja. Okay. Also, das ist, nee. Ist ja ein Unding hier, doch. Also wirklich, das ist, ne. Das ist ja unerhört. Sicher. Okay. Was ist? Ich probiere gerade was. Okay. Sieht das? Muss. Sieht es aus? Ist es gut? Ist es schlecht? Wo ist denn mein Block hin?
Ja, wir haben. Ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Na, Gott sei Dank bin ich so blöd wie du. Nochmal, stopp! Stopp, 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 bevor du irgendwas machst. Wir müssen jetzt erst den Weiß. Fehler beheben, den wir schon wieder hier vergessen haben. Ah. Los, weg hier. Ach, du versuchst da ein Pissoir zu machen. Ach nee. So, Doch, 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 doch. jetzt wird's riskant, Mumbai. Jetzt wird's riskant. Okay. Ha! Sieht das nicht geil Oh aus, das mein Loch? Gott. Freiluft. Los. Ich bin's. Ja, ich habe mir gedacht, man sollte mal von hinten belüftet werden. Kann man im Dorf Ja, nicht. innen gucken, wer ist denn gerade auf dem Klo? Wer Ja, ist denn gerade hier auf dem kann man Klo? gucken, ne? Ist das Scheißhaus frei? Ja, ist doch ganz wichtig. Machst du doch immer, oder? Toll. Ich mach das, Toll. ich guck wirklich. Ich guck erst bei McDonald's, ist das Scheißhaus frei, bevor ich ins McDonald's reingehe. Das ist echt die erste Kontrolle, ist das Scheißhaus frei. Ist ganz wichtig. Immer gucken, ist das Scheißhaus frei. Eine der wichtigsten Sachen hier. Ja, jetzt stell doch mal vor, das Scheißhaus ist nicht frei. Was machst du denn dann? Numbeins. Was passiert denn, wenn das Scheißhaus nicht frei ist? Jetzt Gehe ich überleg doch. trotzdem rein. Nee, nee, Numbeins, das kannst du doch nicht machen. Das Scheißhaus muss frei Ja. sein. Nee. Doch. Nee. Doch, doch. Plop. Was? Okay. Bitte. Immer wieder gerne. Ich färbe Luft ein. Ja, das ist auch wichtig. Was hast du mit den Klos gemacht? Ja, Ist ich ja hab's kaputt. eine Etage tiefer gesetzt. Oh mein Gott, der macht dir meine ganzen Klos kaputt. Tja, das habe ich dir auch gesagt, dass ich die Klos umbaue. Ah. Ich habe ein Problem, die Klos stehen schief. Das war nicht so geplant. Nummer eins, mach doch was, die Klos stehen schief. Was Da soll ich denn läuft da die machen? Da ganze kann ich Suppe nichts machen. raus. Da läuft die. Die ganze Scheiß läuft in die Burger. Das passiert eh. Das ist doch das gute, der gute Geschmack bei McDonald's. Ah ja, Menschliche, lecker. menschlicher Kot im Burgerfleisch. Lecker, ja, Warum denkst du, warum die so geil. braun sind? Burger. Alter, Junge, ey. Ich kann bald nicht mehr bei McDonald's essen Boah. gehen. Boah, nee, bist du ekelhaft, ey. Boah, Alter. Ich suche gerade die richtige Farbe. Ich hab. Ja, verstehe ich. Wo ist die Farbe? Habe ich verloren. Habe ich versteckt, nun weiß ich, habe die Farbe versteckt. Wer hat die Farbe versteckt? Wer hat die Farbe versteckt? Wer hat die Farbe versteckt? Ja, so wird das nichts, nun weiß. So wird das echt nichts. Ich muss die Toiletten jetzt im Wasser versenken. Ich werde die desinfizieren. Nein! Nein, Nein! nicht. Meine ganze, mein Lebensprojekt, meine Lebensaufgabe. Da hast du deine Oh. Lebensaufgabe. Oh, gut, hast du zurückgeholt, danke. Die armen Nachbarn. Ja, absolut. Nein! Alter! Was? Nee! Nun war jetzt, deine Lampe ist irgendwie im Ah, Weg. Ich glaube, ich muss sie löschen. halt Ja, es tut mir leid für die die Klappe. Lampe. Hoppala, da ist die Die Lampe weg. Lampe. Mann, bist du eine Schlampe. Was hat denn jetzt deine Freundin damit zu tun? Nein, Lampe. Mann, bist du eine Schlampe. Ja, habe ich doch gesagt. Deine Freundin. Nee. Ja doch, ist doch eine Die, Lampe. na, nein, die ist heiß. Wie eine Lampe, wie eine alte Glühbirne. Ha! Weiß, ich wusste schon immer, dass du ein Fetisch hast, aber so einen extremen Fetisch für so alte Glühbirnen, die schon illegal sind. Das war mir jetzt Ja, auch da, neu. ja, die Glühbirnen, da passt halt immer. Und die sind auch so heiß, ne? Wie du gerade gesagt hast. Ja, genau. Die sind Und auch schon immer so so schön alt, dass sie heiß. schon verboten sind. Ja, genau. Nee, ist wirklich. Glühbirnen sind verboten. Das ist ein Fetisch, der ist
Der ist ja 1913 verboten gewesen, doch. Weil die sich ja früher gedacht haben, so mit Glühbirnen ficken ist nicht gesund. Nee. Halogen soll noch ungesünder sein. So mit gutem Gift, ja, weißt du? So, ja, gute Gift, so ein guter Giftfick. Ja, also nochmal, du hast echt komische Fetische. Hatte das jemand schon mal gesagt? Nee. Nee? Dann sag ich dir das. Nochmal, du solltest unbedingt mal deinen Fetisch mit Glühbirnen ficken ab. Und das noch als deine Freundin bezeichnen, ist ja noch schlimmer. Gar nicht, ne? Grauenvoll. Grauenvoll. Nombats, ich lösche gerade eine Lampe von dir. Alle Lampen müssen weg. Jede Lampe muss weg. Was ist? Falls du Outtakes produzierst, das wird nicht mit aufgenommen. Nee, nicht in den Outtakes. Das kommt in die normale Folge. Das wäre hart. Das kommt wirklich. Das kommt wirklich. Boah, das wäre richtig übel, ey. Das wäre hardcore, du, das sag ich dir. Ich mach das wirklich. Das wäre hart. Nun weiß, ich mach das wirklich, hart. Ich schwör dir. Nein. Doch. Nein. Ich schwör dir, Digga. Nein, Digga. Doch, Digga. Nein, Digga. Safe, Digga. Nee, 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 safe, Digga. Digga, kommt das in die Folge. Unzensiert. Nee, Digga. Doch, Digga. Nein, Digga. Ja, doch, Digga. Nein, Digga. Ganz sicher. Und das muss ich schon reinnehmen, weil es so lustig ist. lol. Ich helfe dir. Nein, da oben ist doch hier, da ist ein Loch. Wo? Ach da, ja, da hast recht, da ist ein Loch. Da hinten. Ah, hey! Ich hatte jetzt alle so Klo. Jetzt! Ich ausgetrickst. Juckt mich nach. Fuck. Dann mach ich halt da Löcher in der Reihe. Hier, friss Löcher. Hier, Löcher, Löcher. Die Kabinen müssen oben offen sein. Löcher, Löcher, Kabinen müssen oben. Warum? Damit die Scheiße da raus nach oben fliegt oder was? Hast du schon mal geguckt? Die Kabinen sind wirklich oben offen. Wie soll ich denn beim Nachbarn gucken, ob der auch wieder da... Guck doch mal. Kennst du nicht? Geil, die sind doch wirklich oben offen. Ich meine, die wirklich sind... Ich meine doch. Ich weiß das nicht. Ich meine, die sind wirklich oben offen. Da kann man wirklich so beim Nachbarn, weil... Hoppala. Ah, Junge, ey. Du musst so, guck mal. Guten Tag, haben sie schon geschissen? Was haben sie bestellt? Kannst du dich mal kurz... kannst du dich mal kurz bitte hinsetzen für besseres Roleplay? Moment. Mit E. E. Ey, guten Tag. Haben sie schon abgedrückt? Weil mir geht die Spülung nicht. Kannst mal kurz testen. Geil, ey. Oh ja. Jo, klappt. Wunderbar. Dankeschön. Ihr wollt sie auch nicht weiter belästigen. Schönes Ding, was du da zwischen den Bäumen hast. So, tschüss. Oh Mann, ey. Ich glaube, sie haben die Tür offen gelassen. Ich kann da alles sehen. Warum kacken sie im Anzug? In Klamotten. Kacken sie da nicht in der Hose? Ich kack neuerdings in den Rucksack. Ach so. Ich trag meine Scheiße mit mir rum. Guter Dünger, habe ich gehört. Boah, ey. Mein Gott, ey, der kommt nur Scheiße dabei raus und wir um 3 Uhr morgens. Ich hab mich gar nicht zocken, ne? Da kommt nur Scheiße dabei raus, ist echt cooler Spruch. Da hast du absolut recht, ab dem Kopf kommt dabei nur Scheiße. So. Oh, Mann, ich wollte doch eigentlich nicht ein Dixie-Klo, sag schon, Urinal machen. Ich wollte doch so ein geiles Urinal werkeln.
wie mache ich denn ein Urinal? Sag mal nun, wie macht man denn Urinal hier ein vernünftiges? Kannst mal bitte von meinem Mann abgehen? Gehen? Lol. Okay. Yo. Lol. Lol. Oh, Mann, oh Mann. Das ist wichtig, nochmals. Jo. Ich drück nix, ich drück nix, ich schwör. Lol. Schnell mal wieder Technik reparieren. So, Problem gefixt. Was? Problem gefixt. Was ist ein Problem? Das Loch. Ach so. Oh, ne, ich muss schon wieder scheißen hier. Ah! Oh, ich wollte nicht stören, Entschuldigung. Ah. Ich glaube, ich muss das später wirklich dran bearbeiten. Oh, scheiße, Mann. Ah, der Taco war geil, ey. Taco bei McDonald's. Taco King. Sind wir nicht bei Taco King? Nee, bei Mc's. Bin ich nicht in Mexiko? Nee, du bist bei Mc's. Scheiße, bei ich muss nach Mexiko. McDonald's. Auf nach Mexiko. McDonald's. Ich laufe nach Mexiko. Ciao. Ja, tschüss. Ey, 3 Pisoas reichen, habe ich gerade. Hoppala. So. Oh, hier ist die Straße zu Ende. Wo? Das ist ein bisschen doof. Boden. Das ist doof. Wo bist du denn? Ich bin hier an so einem Feld, an so einem riesen Maisfeld. Ach, da. Ist was? Ne, schon gut. Runter von den Gleisen! Nein! Ja gut, dann lauf! Aber du fällst gleich runter. Warte. Nein, glaube ich nicht. Doch. Sag ich dir gleich. Ich fall nicht, ich fall nicht runter. Ja, dann hüpf mal, bitte. Und jetzt lauf weiter. Nein, du fällst nicht runter. Nein, nein. Du fällst nicht nein, runter. Nein. Nein, nein. Mein Schrei immer so wirklich so. Ah! Ja. Mädchenschrei. Ja, total. Du hast aber noch nie meinen Schrei gehört, Gott sei Dank. Ach, mach mal nach, mach mal. Nein, nein, los, kann los, ich los, nicht. Los. Kann ich nicht. Aha. Kann ich nicht. Hallo? Ja, da ich war. Ich wollte auf Klo. Ja, jetzt ist hier eine neue kaputt? Tür. Ist eine neue Tür hingekommen. Los? Guck mal, eine was neue hast Tür. Was du denn gemacht? Ja, ja, ich hab mir gedacht, man trennt das so ein bisschen räumlich noch so. Ja, was? Genau, Alter, Corona, aber Beckels, ja, jetzt geht's los, ne? Ja, ich hab mir gedacht, man trennt das noch so ein bisschen räumlich. Ja, Kontakt hier, ne, Kontakt wäre jetzt auch, Alter. Das ist ein bisschen eng, ne? Bist du hier Merkel 2.0 oder was, nur ein Fett? Was heißt denn hier Fett?
Guck dich doch mal an. Ich bin schlank und rank, wie eh und je. Schau dich doch mal an. Ja, ich sehe aus wie du, ich bin auch fett. Sind wir Brüder? Vielleicht. Oh nein. Mein Albtraum ist in Erfüllung gegangen. Vielleicht sind wir Zwillinge. Das ist ja noch schlimmer. Ja, also ich finde Brüder schon extrem schlimm, aber Zwillinge, das ist dann ja die Hölle auf Erden mit dir. Ach du Scheiße. Ich muss mir jetzt das Leben nehmen. Sich diese Erkenntnis. Das geht nicht anders. Ich muss mich von der nächsten Brücke stürzen. Er hat es nicht ertragen. Ja, als er erfahren hat, dass er einen Bruder hat. Das hat er nicht verkraftet. Er konnte einfach nicht mehr damit leben. Nee, es ging nicht. Und die Wand ist zu weit hin. Ich bin mal eben weg. Kommst du wieder? Nee, ich springe jetzt von der Brücke. Okay. Er springt von der Brücke. Mein Lebenstraum ist in Erfüllung gegangen. Es war mir eine Ehre, mit dir zu zocken. Ja, das... Vielleicht bei mir auch irgendwann mal. In ein paar Jahren. So. Röhrchen, ich bin der Röhrchenmacher. Ich bin der Röhrchenmacher. Wo ist denn hier die Dings? Da sag ich schon da. Röhrchen hier, Abfluss dort. Ne, das geht so nicht, ne? Das geht nicht so einfach. Da ist natürlich blöd gelaufen gerade. Da ist natürlich jetzt blöd gelaufen. Ich will schießen. Ja, das hätte ich jetzt auch so gesagt. Nicht in so einer schlechten Wortwahl, aber so ungefähr kann man das so sagen. Was ist denn jetzt schon wieder hier passiert? Ich hab doch gerade noch nicht mal was gemacht. Weiß ich, ich tue doch gar nicht die ganze Zeit so fiese Sachen. Manchmal. Ich bin gerade Blut und das ist mir runtergelaufen. Blut? Nein, Cola. Ah. Wie mache ich ihn? Warte mal. Das gefällt mir hier noch nicht alles. Das muss schön werden nun bald. Mahlzeit. Ja. Da ist es. Da ist der Block, den ich suche. Da ist er. Wie sieht denn das jetzt aus, wenn ich das so mache? Psst, passt. Ich bin mal eben raus. Kommst du noch wieder? Ja. Okay. Wie lange bist du raus? Kann ich dir im Moment nicht genau, noch nicht genau sagen, du. Was machst du denn draußen?
Ich genieße die freie Luft. Die freie Luft? Die freie Luft, ohne Maske rausgehen zu dürfen. Nein, Spaß. Ich guck ein paar Sachen nach. Okay. Verstehe ich. Bitte! Hau das Update jetzt raus. Ich will nicht mehr. Er will nicht mehr. Ich will jetzt. Ich will jetzt. Survival. Ja, aber das ist doch noch... Bock. Ja, aber nur wenn du Bock hast, kommt doch nicht das Update. Ich weiß. Ach, jetzt weiß es. Ah, ich bin einfach nur hyped. Du bist einfach nur hyped. Was ich auf jeden Fall weiß, dass ich in 8 Minuten Steam neu starten kann. Oh, ja. Also nicht wundern, wenn ich um 3 Uhr kurz weg bin, da ich Steam neu kenn das schon. Starten muss. Kennen wir schon. Ich finde das echt lächerlich. Warum kriegt das Steam nicht auf die Kette? Das LOL! LOL, ja. Die schreiben jetzt schon, das Update kommt nicht mehr. Die haben echt, das glaube ich nicht. Ich glaube, das kommt heute noch. Ja. Aber kommt ja auch. Dass sie jetzt schon sagen, das kommt nicht mehr, das ist, glaube ich, das Schwachsinn. Finde ich zumindest. Ja, also hier in diesen in den Diskussionen geht es gerade heiß her. Also ich glaube, so halt war man noch nie auf so ein Spiel. Nope. Die Entwickler müssen damit klarkommen. Leute, wir haben Hype. Was machen wir? Ich weiß es. Nix tun. Das ist eine gute Idee. Mach ich mich. Abwarten. Leute, die erwarten was? Was denn? Kein Update. Ein Update? Hab ich nicht. Hab ich vergessen. Wir haben kein Update für die Leute. Tut mir leid. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Pissoirs gefallen mir gerade gut. Die gefallen mir gut. Jetzt muss ich da nur noch ein bisschen lacken. Halb draufpacken. Nee, Lack draufpacken. Ich muss das lacken. Lack draufpacken. Nein, lacken. 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 Lacken, ja, lacken mit dem Lacken. Einbuttern, reinstecken, abstecken. Genau. Rausstecken, reinstecken. Ich teste mal auch, ob meine Pimmel lang genug ist dafür. Ja, passt. Muss man ja gucken. Ich weiß ja nicht, wie groß der Penis von dem ist. Ich kann mich ja nicht ausziehen. Ich habe mich noch nie nackt gesehen. Hast du es geschafft, dich schon mal hier auszuziehen? Nein. Siehste. Nicht ins Gärtnerchen. Siehste. Also YouTube, wenn das für Kinder geeignet ist, dann fresse ich einen Besen. Definitiv nicht. Jawohl. Gärtnerchen. Finisher hier. Eine Folge, zwei Folgen. Drei Folgen. Guck ich mal rein, komm. In der dritten Folge habe ich über dich gelästert. Ha. Ah ja. Das war die Folge. Jetzt muss ich vielleicht. Doch, vielleicht. Ja, ich mach mal hier die Aufnahme aus, damit man nicht hört, was ich jetzt sage. Das werde ich auch nie sagen. Tschüss.